arbeitet in einem Gebäude, in der Bank, richtig? Ja. Und er war vor 6 Wochen auf den Bermudas. Ja. Dann verstehe ich nicht, dass er immer noch so braun ist. Linda, ich bin sicher, dass der Doktor ihre Augenblick, Sekunde. Er sollte inzwischen wirklich wieder blasser sein. Vielleicht kommt das gar nicht von der Sonne. Vielleicht ist es Hyperpigmentierung. Hyperpigmentierung, das ist es. Soll ich das Labor anrufen? Ja, die sollen den Elektrolythaushalt überprüfen. Elektrolythaushalt, genau das habe ich mir gedacht. Gut. Und die Ergebnisse brauchen wir so schnell wie möglich. Ich weiß, dass wir alle wissen, wovon wir hier sprechen. Aber nur für den Fall, wie würde ich das einem Menschen erklären, der absolut keine Ahnung hat? Es ist gut möglich, dass Mr. Hoenig an der Edison-Krankheit leidet, was die Erschöpfung und die dunkle Hautfarbe erklärt. Und die Tatsache, warum ich sonst nichts finde. Hey, Linda, danke. Sie haben mir geholfen und vor allem haben Sie meinem Patienten geholfen. Gute Arbeit, ja. So, Margaret, wie viele Leben haben Sie heute gerettet? Wenn Sie jetzt verschwinden, eins. Schon verstanden. Okay, also wie sieht's aus? Ist Dr. Becker schon da? Bleiben Sie einfach am Empfang stehen. Ich bin Rochelle Gellmann. Ich habe um 9.15 Uhr einen Termin beim Doktor. Gut, unterzeichnen Sie. Er kümmert sich gleich um Sie. Aber während Sie warten, ich bin zufällig die neue Regionalrepräsentantin der Lady Fair Kosmetik- und Hautpflegekollektion. Wenn Sie erlauben, ich stelle Ihnen jetzt unsere hervorragende Produktpalette vor. Seit wann verkaufen Sie denn Kosmetik hier? Seit ich mit meiner Visa-Karte etwas übermütig war. Ladies, nichts erfüllt Ihre Welt mehr mit Farbe als der richtige Lippenstift. Also, Mrs. Corigliani, Sie sind ein Herbsttyp. Deswegen sollten Sie den hier versuchen. Den Spätsommertraum. So können Sie Ihre Lippen zur Arbeit tragen und wenn Sie abends elegant ausgehen in einen schicken Club oder eine Diskothek. Perfekt. Jetzt versuchen wir mal das Rouge. Was ist hier eigentlich los? Ich versuche, Mrs. Corellianis Wangenknochen etwas hervorzuheben. Halten Sie durch, das könnte ein bisschen dauern. Ladies, setzen Sie sich hin, bitte. Das hier ist eine Arztpraxis und nicht Bloomingdale's. Lindas fröhlicher Schminkpalast ist hiermit geschlossen. Wieso? Die Patienten haben doch nichts anderes zu tun, während sie warten. Aber Sie... Ach, kommen Sie, Margaret, ich will doch nur ein bisschen was dazu verdienen. Sie werden bald überhaupt nichts mehr verdienen, wenn ich Sie nochmal bei so etwas erwische. Hey, Linda, hätten Sie noch was von dieser Revitalisierungscreme übrig? Psst. Ich habe alles, was Sie brauchen. Revitalisierungscreme, Peelinggel, Bodylotion. Aber bleiben Sie cool, okay? Hören Sie, kommen Sie heute Nachmittag wieder, geben Sie mir das Geld und Sie kriegen den Stoff. Hervorragend. Ich habe gerade noch eine Lieferung Badeschwämme gekriegt. Taugen die was? Beste Ware. Okay, Sie kriegen von mir den Abdeckstift, die Tönung und den Lipliner. Oh, und dazu gibt's noch eine Dose Nachtcreme. Nein, kein Problem, der erste ist umsonst. Aber wenn Sie mehr brauchen, wissen Sie, wen Sie anrufen. Praxis Dr. Becker? Ja, hier ist Linda. Hören Sie, ich bin kein Wohltätigkeitsverein. Wer Stoff will, muss ihn bezahlen. Ach ja, Sie glauben wirklich, Sie schaffen es ohne den Lidschatten? Sie werden mich noch darum anflehen. Linda, ich habe Sie schon mehr als einmal gewarnt. Es ist absolut unprofessionell, wenn Sie Kosmetik in einer Arztpraxis verkaufen. Sie stellen dauernd irgendwelche Sachen an, die unmöglich... Ihre Haut sieht fabelhaft aus. Was verwenden Sie dafür? Lady Fair Feuchtigkeitslotion. Könnten Sie mir was davon besorgen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Aber, nein, das kann ich nicht. Wissen Sie, es wäre doch absolut unprofessionell von mir, Ihnen irgendwelche Kosmetik in einer Arztpraxis zu verkaufen. Tja, das kommt darauf an, wer die Chefin in der Arztpraxis ist. Und jetzt gehen wir schön nach hinten. Warum schreien Frauen immer, wenn sie erschreckt werden? Könnt ihr euch nicht ans Herz fassen und tot umfallen wie ein Mann? Ach, Wahnsinn. Was tun Sie hier? Ich habe geschlafen. Oh, Kaffee, Gott sei Dank. Was? Nein. Was ist denn hier los? Was tun Sie beide hier? Ich wüsste gern, was Sie beide hier tun. Was tun Sie hier? Ich wollte bloß die Praxis aufschließen. Was tun Sie hier? Ich will den doofen Artikel verfassen. Den haben Sie noch nicht fertig? Nein, den habe ich noch nicht fertig. Und was tut Sie bitte hier? Sehe ich vielleicht aus wie der Pförtner? Ich gehe hier rein und die schläft hier. Sie haben hier geschlafen? Ja, bis er hier reingetrampelt ist.
Und wieso haben Sie hier geschlafen? Die Untersuchungsliege in Behandlungszimmer 1 war zu hart. Und die Liege in Zimmer 2 war viel zu weich. Aber Dr. Beckers Stuhl war absolut... Linda! Ich wohne jetzt hier. Warum wohnt sie hier? Fragen Sie sie? Warum wohnen Sie hier? Gut, ich sag Ihnen, wie es ist. Ich habe eine neue Wohnung gefunden, die ist spitze. Deswegen bin ich aus der alten raus und habe die neue gemietet. Warum wohnen Sie nicht dort? Gut, ich sag Ihnen, wie es ist. Das Ende des Mietvertrages von der alten Wohnung passt leider irgendwie nicht so gut an den Anfang des Mietvertrages von der neuen. Deswegen wohne ich jetzt hier, aber bloß noch für 3 Tage. Darf ich bitte? Darf ich? Einverstanden, aber verlassen Sie jetzt dieses Zimmer. Ich muss den Artikel fertig kriegen. Oh, vielen Dank, oh, Dr. Becker. Das ist wirklich echt total lieb von Ihnen. Und weil ich Ihnen so dankbar bin, werden Sie eine völlig neue Linda kennenlernen. Yeah. Oh, danke. Ich werde die beste Arzthelferin sein, die Sie je hatten. Was tun Sie denn hier? Was tun Sie hier? Ich wohne hier schon, vergessen. Oh, ja, gut, aber können Sie jetzt nicht verschwinden? Ich muss diesen Artikel schreiben. Den haben Sie noch nicht fertig? Nein, den habe ich noch nicht fertig. Und jetzt raus! Oh, danke. Was? Oh, nein. Ich schlafe! Dr. Becker, hier ist Linda. Und ich weiß, dass Sie nicht schlafen, weil Sie reden. Na schön, na schön. Was ist? Gut, ich sag Ihnen, wie es ist. Mit der neuen Wohnung hat's nicht geklappt, deswegen bleibe ich wohl noch für eine Weile in der Praxis, aber nur, bis ich eine neue gefunden habe. Bitteschön, und wieso konnte das nicht bis morgen warten? Naja, ich muss sagen, dass ich es in der Praxis so ganz allein ein bisschen gruselig finde. Ich habe mich gefragt, ob ich hier wohnen könnte. Oh nein, 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 ich hab zu tun. Gibt's hier Kekse? Nein, keine Kekse. Linda, passen Sie auf den Empfang auf. Okay. Morgen, Doktor. Hä? Oh ja, morgen. Gute Neuigkeiten, ich habe eine Wohnung gefunden. Eigentlich ist es meine alte, ich ziehe wieder ein. Oh, dann ist ja alles wunderbar. Gut, ich sag Ihnen, wie es ist. Die haben jetzt die Miete erhöht und ich muss eine Sicherheit aufbringen und sie bei der Bank hinterlegen. Das sind $800. Oh nein, Linda, das kann ich nicht. So viel Geld habe ich überhaupt nicht. Na gut, wenn das so ist, dann werde ich wohl weiter hier wohnen. Mein Scheckbuch ist im Sprechzimmer. Oh, Dr. Becker, danke. Sie haben mir das Leben gerettet. Und ich werde es bestimmt wieder gut machen. Ich werde von jetzt an extra hart arbeiten. Hier sieht's ja unmöglich aus. Ich weiß schon, womit ich anfange. Ich werde hier erstmal aufräumen. Aber natürlich bin ich dein Valentinshäschen. Oh, ich liebe dich mehr. Nein, ich liebe dich mehr. Oh, ich muss aufhören, Raoul. Nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Oh, zwing mich bitte nicht. Ich hatte die Wahl zwischen Abhängen und Abkotzen. Tut mir leid, Margaret. Raoul und ich haben einfach eine Seelenverwandtschaft. Tja, irgendwo musste so einer ja rumlaufen. Es ist einfach so romantisch, wenn man sich am Valentinstag kennenlernt. Der war am anderen Ende der Leitung? Ein Kerl, den Sie erst seit heute Morgen kennen? Ja, ich habe ihn im Zug zur Arbeit getroffen. Ich habe gesehen, wie er auf mich zukam, aber in meiner Nähe war nur ein Platz neben dem Poncho-Kerl frei. Und er hat sich hingesetzt. Poncho-Kerl? Ja, das ist der Kerl im Zug, den alle immer meiden, weil er einen Poncho trägt. Nur einen Poncho. Jedenfalls setzte er sich auf den Platz direkt neben ihn, nur weil er in meiner Nähe sein wollte. Vielleicht saß er in Ihrer Nähe, weil er neben dem Poncho-Kerl wollte. Du denkst wirklich, ich bin was Besonderes? Du bist was Besonderes. Oh, ich sollte aufhören, Raoul. Bis dann. Raoul und ich hatten sowas wie eine Krise, aber wir haben sie durchgestanden und jetzt sind wir wieder im Paradies. Ich würde ja fragen, wer ist Raoul, aber dann sagen Sie es mir vermutlich. Ist das für mich, Linda? Nein, ich habe nur aufgeschrieben, wie mein Name sein wird, wenn ich Raoul heirate. Da steht nur Linda. Ich kenne seinen Nachnamen nicht. Gute Neuigkeiten. Raoul und ich haben uns gestritten, aber wir haben uns wieder versöhnt. Oh, gut. Wenn ihr zwei verrückten Hühner es nicht schafft, was haben wir anderen dann noch für eine Hoffnung auf der Welt? Alles Liebe zum Valentinstag, Dr. Becker. Oh, nein, nein, nein. Ich stehe nicht auf Valentinstag. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, zwei geisteskranke Turteltäubchen zu verarzten, habe kein Frühstück im Magen und habe mir mein wunderschönes Hemd versaut. Oh, Sie meinen den Blutfleck da? Nein, diese äußerst scheußliche Knopfleiste, selbstverständlich. Also, unternehmen Sie und Ihr Mann irgendwas Romantisches heute am Valentinstag? Ich fürchte leider nicht. Meine Schwester ist mit ihrem Mann und 3 Kindern aus South Carolina eingetroffen. Und wenn wir es nicht im Briefkasten machen können, dann machen wir es wohl gar nicht.
Sie haben eine Valentinstagskarte gekriegt. Wie süß. Ja, wie süß. Etwas, das ich Ihnen mitteilen will. Ich werde es einfach sagen und versuchen, es aus dem Kopf zu kriegen. Raoul und ich haben uns getrennt. Furchtbar. Wir haben uns leider auseinandergelebt und wir haben es erkannt. Naja, wenigstens haben Sie noch die Erinnerung an die paar hübschen Minuten, die Sie miteinander verbracht haben. Und die würde ich für nichts eintauschen wollen, für nichts in der Welt. Sie sind echt ein Schätzchen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich werde versuchen, meinen Kopf freizukriegen.